es tut mir wirklich unheimlich leid. Doch wenn ich dich so höre, spür ich heimlich Neid. Ja, für dich wird das Ding hier ein peinlicher Fight. Das hier ist für mich mehr als ein kleinlicher Streit. Wieso stellst du dich mit mir auf eine Stufe? So kommst du angekläfft, obwohl ich dich nicht rufe. Ich hab nichts für dich übrig, nicht mal eine Knoche. Du stehst auf dünnem Eis und jetzt bist du eingebrochen. Was nützt dir dein Flow und deine Technik? Wie willst du aufnehmen, so ganz ohne Technik? Ein goldener Schuss ist ein Eigentor. Wie kommst du dir denn jetzt eigentlich vor, wenn du realisierst, dass dein Traum zerplatzt? Was übrig bleibt, ist nur ein vierter Platz. Sorry, mein Freund, gib vom Siegertreppchen. Ich geb dir zur Beruhigung ein Fieberzäpfchen. Reg dich nicht auf, trink den Fenchel-Tee und geh zurück in die Studenten-WG. Ich find Studenten okay, solange sie nicht trappen. Rap über die Uni, was soll das denn bezwecken? Du sagst, ich mach zu wenig aus meinen Ideen. Doch im Gegensatz zu dir hab ich was zu erzählen. Ich fühl mich wie dein Vater, ab in die Kita. Merk dir unsere Namen, Terrorist und Creeper. Nein, du bist nicht unsere Liga. Das sind die Jungs, Terrorist und Creeper. Es macht keinen Sinn, den Aufstand zu proben. Wir holen dich zurück auf den Boden. Nein, du bist nicht unsere Liga. Das sind die Jungs, Terrorist und Creeper. Es macht keinen Sinn, den Aufstand zu proben. Wir holen dich zurück auf den Boden. Hast du echt die Frechheit, den Mund aufzumachen? Hörst deine Lieder, hörst echt nicht auf zu lachen. Du nimmst im Jahr nicht mehr als zwei Lieder auf. Aber glaub mir, ab heute nimmst du nie wieder auf. Und bring dann nach drei Jahren sechs Lieder raus. Dann fängst du an zu weinen, weil das niemand kauft. Du hast wirklich Auftritte? Ja, Bier auch. Deine kann ich mir nur geben, wenn ich genug Bier sauf. Aber nun wieder zurück zum Rap-Geschäft. Rap braucht und zu dich checkt der weg. Du willst den Grund wissen, warum ich mich reinhänge. D und R öffnen nicht nur Türen, sondern ganze Eingänge. Sagst was gegen sie, sagst auch was gegen mich. Und das endete schon oft mit dem Schlag ins Gesicht. Aber komm, verpiss dich und studier unsere Texte. Und sag mir dann nicht, dass ich dich unterschätze. Nach einem Jahr rapp ich besser, als du jemals wirst. Ich zu dem ist am Zug und du, der Homo-Fürst. Geh doch durch die Stadt und frag die Menschen. Denn Rap ist so überflüssig wie ein Lippenbändchen. Ja gut, kleine Mädchen lieben dich, doch die lügen nur, damit du deinen Frieden kriegst. Also du kannst und kämpf nicht gegen uns Sieger. Sieh es endlich ein, du bist nicht unsere Liga. Nein, du bist nicht unsere Liga. Das sind die Jungs, terrorischer Creeper. Es macht keinen Sinn, den Aufstand zu proben. Wir holen dich zurück auf den Boden. Nein, du bist nicht unsere Liga. Das sind die Jungs, terrorischer Creeper. Es macht keinen Sinn, den Aufstand zu proben. Wir holen dich zurück auf den Boden. Also erstmal vorne weg, ich scheiß auf dich und deine Meinung. Doch, Digga, es gibt ein paar Dinge, die gehen zu weit. Und deswegen nehme ich Stellung zu deiner Selbstverzweiflung. Sonst läufst du mir noch grün an und fällst in Neid um. Und entschuldig bitte im Vorfeld diese Reimstaffetten. Nach den hab ich nötig wie Arschlecken. Und du glaubst nicht, dass ich mit den dicksten Ohren nach. Doch frag Julia und Katja mal nach Rech aus großem Sack. Du Rapper, fühl dich jetzt bitte nicht diskreditiere Fakt, dass ich geh konstant weiter. Aber nicht mit dir nach daraus da, das gab's nur Terror und nicht sonst nix, darum gehst du Witz mir gegen Strich. Die Plattform war ich, guck auf deine Albumproduzenten. Rap gibt's hier auf wegen uns und wir können sofort beenden. So und jetzt erzähl mir mal was über deinen Background. Schnauze, andere Rapper würden dich dafür weghauen. Ich hab mich für das hier wirklich gerade gemacht. Dann die 20 Releases, auf denen ich mir einen Namen mach. Ich bin dir zu hart wie eine Latte, die zu viele Haare hat. Fall ruhig mal wieder auf und stell was mit deinen Haaren an. Ich bin Spahn, glaub mir, ich bin in Planung, Mann. Rap ist my life, nutzt du, wenn man keine Ahnung hat. Rächer, harter Watch, hat so die Drums, der Druck auf Volltakt. Yeah. Du bist nicht unsere Liga. Ey, voll krass. Nein, du bist nicht unsere Liga. Das sind die Jungs, terrorischer Creeper. Es macht keinen Sinn, den Aufstand zu proben. Wir holen dich zurück auf den Boden. Nein, du bist nicht unsere Liga. Das sind die Jungs, terrorischer Creeper. Es macht keinen Sinn, den Aufstand zu proben. Wir holen dich zurück auf den Boden. Mit Rap zu tun, Rapper hat dir nix getan. Lass ihn in Ruhe, Rap interessiert sich nicht für dich, weil du scheiße bist. Rap will sehen, dass du scheiße frittst.